Hier ist das deutsche Fernsehen. Sie sehen aus Hamburg die Tagesschau. Über das, was in der Welt geschieht, werden Sie täglich durch das Fernsehen informiert. Nicht alltäglich sind Aufnahmen wie diese. Und das kann Ihnen nur Ihr Filmtheater bieten. In der Diaktenhölle am Mekong erleben Sie eine fremde, faszinierende Welt. Und die erbarmungslose Jagd nach jenen Steinen, die so manchen Menschen Reichtum, aber auch Unheil bringen. Dieses Steinchen müsste sprechen können. Und diese Papierchen sprechen eine Weltsprache. $1,000 in der Woche und Sie sind mein. Das geht leider nicht. Ach, tun Sie es trotzdem. Ich brauche Ihre Hilfe. Knallharte Abenteuer im Bluthauch des brennenden Dschungels begleiten eine Handvoll Europäer auf ihrem strapazenreichen Weg durch das Innere Thailands bis an die Ufer des Mekong. Nun ja, kein besonderes Gefühl. Aber es könnte Ihnen vielleicht von Nutzen sein, wenn einer meiner Leute Ihnen gegenüber etwas zu aufdringlich werden sollte. Ein Pfiffhunder wird es mit dem Leben büßen. Wie meinen Sie das? Sie müssen bedenken, die Männer hier leben seit Monaten ohne Frauen. Wen aber das Diamantenfieber packt, den erwarten heiße Ware und eiskalte Verbrechen. Die Faust diktiert das Gesetz der Männer im Dschungel. Das sind aber keine Gentlemen. Ja, aber was ist denn los, Smokey? Das eine steht fest. Sie dürfen sich nicht unter das Volk mischen. Manieren kann man nicht lernen. Man hat sie. Oder nicht? Richtig, die sind angeboren, Smokey. Was trinken Sie denn da? Whisky. Ich sehe schon, meine Schlangen sind weniger gefährlich als Bangkok. Den Gefahren dieser unheimlichen Welt trotzen Paul Hubschmidt, Marianne Holt, Brad Harris, Philipp Lemaire, Dorothee Parker, Chris Howland, Gianni Rizzo, Michel Mao und Horst Frank. Ich habe die Spur verloren. Das hast du nun davon, Richard. Wir könnten schon längst auf dem Weg nach Frankreich sein. Über 1 Million hast du schon, aber du kannst den Hals nicht voll genug bekommen. Eine Frau, mit der ich das Leben teilen kann, ziehen Sie zu mir. Bei mir sind Sie sicher. Ich fürchte die Männer im Lager nicht. Angst habe ich nur vor ihrem Wahnsinn. Hochkarätiger deutscher Abenteuerfilm aus Fernost. Die Diamantenhölle am Mekong.